It was clear. If I want to rescue Kinkle, my friend, from his dreadful fate, I had to risk even, if necessary, my honor. Our, according to my notions, an enormous sum had been confided to me for a specific purpose. Hotel. I will never forget. The money, according to my notions, an enormous sum, has been given to me for a specific purpose. Should it be lost without accomplishing this specific purpose, it was all over with Kinkle. And my honor would also be lost, for then I would have upon me a suspicion of dishonesty. Or at least a response of recklessness. And what great recklessness it was to confide such a trust with a mere promise, with no further guarantee, to a man who, after all, was just nothing but a stranger to me? What did I really know of Bruin? Nothing, but that his face and his utterances made upon me a most favorable impression, and that he was held in good repute by his acquaintances. But could I really trust him? Such a treachery. Would not he, if he committed such a treachery, act exactly as Bruin had done? And on the other hand, could Bruin really act differently? Could he expose his wife and his children at the chance of an accident? And would not I do the same? Pläne machen, dass mein Mann. Hat man keine Pläne, so kann man auch nichts umsetzen. Ganz einfach. Man muss jetzt einen Plan von einer Aktion haben, bevor man diese. Man kann nicht einfach auf die Straße gehen und Revolution, Revolution schreien. Das würden manche vielleicht gerne machen, aber man muss auch planen. Liebe. Man braucht nur ein provinzialstädtisches Orchester spielen zu hören, um den Mangel des grammatischen Akzents höchst empfindlich zu spüren. Kein inneres Band hält den Zusammenhang der Instrumente, alles zerflattert, als ob sie im nächsten Augenblick umwerfen wollten. Es reicht deshalb durchaus nicht hin, dass ein Lehrer seinem Schüler oberflächlich ein für allemal diese Regel mitteilt, sondern ihr nicht beachten muss jedes Mal streng als ein Fehler gerügt werden. Man muss innehalten, ebenso wohl als ob eine falsche Note gegriffen wäre, und einen vergessenen oder verkehrt angebrachten Akzent so lange korrigieren und wiederholen lassen, bis er richtig steht. Aber Sie müssen doch manchmal auch etwas Neues akzeptieren, neue Ideen, die vielleicht etwas ungestüm. Schau, der Donner, wenn wir in der Faust-Ouvertüre mit dem Donner anfangen, dann brauchen wir doch... Ja, mit dem Donner, wir können nicht einfach mit einem Donner anfangen. Kein Mensch fängt je mit einem Donner an. Hast du schon mal Bach mit einem Donner gehört? Ja, natürlich kommt der Donner bei Bach. Wenn du die Matthäus-Passion nimmst, dann kommt natürlich der Donner. Aber doch nicht einfach am Anfang. Und Sie haben wieder das Zimmer heizen lassen.
Das könnten Verbündete sein. Und wir sind weitergelaufen, aber dann war das Haus auf einmal weg. Und wir hatten den Weg verloren und die Kinder haben gebrüllt. Und ich musste das Kleine beruhigen. Und dann sagte ich, nee, und dann wollten die nicht mehr laufen und sagten, Mama, wir wollen zurück. Und ich dachte, nein, wir müssen jetzt weiter, wir müssen weiter. Und dann musste ich das auch noch auf den Arm nehmen. Es war der Tag Peter und Paul gewesen, an dem Kinkel verwundet und gefallen. Stimmen in Deutschland erwachen würden, um Kinkels Haupt den Todesgöttern zu entreißen. Hadn't you feel follow me over the sea? Nein, yes, in meine Stube. Die drei Stiegen rauf. You come blauen. To my room and you follow me over the steps. You come to my room and you come... Der Freund. Hey, friend, my beloved friend. And then? Die Hand. You take my hand. Ich will dich küssen. I will kiss you. No, I will you kiss. I will kiss you. Nein. Wieso nein? Ich will dich, Gedankenstrich. Ich will dich, Gedankenstrich. Die großen Konventionalisten, die großen Konversationalisten, wie zum Beispiel Bismarck. Das Domino-Spiel meiner Kinder. Aber Sie sagten doch selbst, meine Liebe, ohne Missgunst, dass der Spieler selbst sich von Anfang an mit den richtigen Gegebenheiten gewöhnen soll. Das ist kinderklar. Ach, das versteht kein Mensch deine Musik, Bettina. Weißt du, warum sie es nicht verstehen? Aber sie müssen doch manchmal auch etwas Neues akzeptieren. Neue Ideen, die vielleicht etwas ungestüm... Schau, der Donner, wenn wir in der Faust-Ouvertüre mit dem Donner anfangen... Dann brauchen wir doch... Ja, mit dem Donner. Wir können nicht einfach mit einem Donner anfangen. Kein Mensch fängt je mit einem Donner an. Hast du schon mal Bach mit einem Donner gehört? Ja, natürlich kommt der Donner bei Bach. Wenn du die Matthäus-Passion nimmst, dann kommt natürlich der Donner. Aber doch nicht einfach am Anfang. Der Donner hat seine genaue Entsprechung im Text. Und die Leute verstehen es dadurch. Und es ist Gesetz. I spent after this in the solitude of my room. At the Kruger's Hotel. I will never forget. Money, according to my notions, an enormous sum, has been given to me for a specific purpose. Should it be lost without accomplishing this purpose,
Then it was all over with Kinkel. And my honor would also be lost, for then I would have upon me a suspicion of dishonesty. And my honor would also be lost, for then I would have upon me a suspicion of dishonesty. Or at least a response of recklessness. And what great recklessness it was to confide such a trust with a mere promise, with no further guarantee, to a man who, after all, was just nothing but a stranger to me? What did I really know of Brun? Nothing. But that his face and his utterances made upon me a most favorable impression, and that he was held in good repute by his acquaintances. But could I really trust him? Such a treachery. Would not he, if he committed such a treachery, act exactly as Brun had done? And on the other hand, could Brun really act differently? Could he expose his wife and his children at the chance of an accident? Und Sie haben wieder das Zimmer heizen lassen. Und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie niemals mehr an meinem Flügel üben. Für Ihr Flügel, für Ihre Übungen ist der kleine Flügel im anderen Zimmer durchaus ausreichend. Das Hohn ist. Und der Spott ist viel zu viel. Nicht schürten wir den Hass, den blutig Wuten, die Menschlichkeit war unseres Kampfes Ziel. Genug der Schmähung habt ihr uns geboten, des Hohnes und des Spottes viel zu viel. Um den Mangel des grammatischen Akzents höchst empfindlich zu spüren. Kein inneres Band hält den Zusammenhang der Instrumente, alles zerflattert. Rücksicht nehmen werden.